Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, auf der Autobahn. Ja, ich mache meinen ersten Vorlog und ihr seht, ich bin der absolute Superamateur, denn auf dem Weg erstmal meinen Teamkollegen abzuholen, also nicht ganz mein Teamkollege, ich hole den Mastengo erstmal aus Dortmund ab, aber das ist jetzt mein erster Vorlog. Ich habe meine Actioncam irgendwie doof positioniert, deswegen habe ich hier jetzt die Letterbox-Streifen mit reingemacht, damit das nicht ganz so krass rüberkommt, aber ja, langweilige Autobahnfahrt und es galt ja erstmal den Mastengo aus Dortmund abzuholen, denn wir haben dort einen Wimpeltausch vereinbart, aber mal in einer anderen Art, nämlich er bekommt 6,5 Liter Pilz aus meiner Region und ich bekomme 6,5 Liter Pilz aus seiner Region. Ja, das war eine super Sache, haben wir uns kurzfristig überlegt, hat auch, glaube ich, den jeder hinbekommen. Und aber ihr seht das hier, Wetter noch gar nicht mal so gut, aber es waren schon weit über 20 Grad. Hat auch ab und zu mal geregnet, muss ich sagen, auf der Fahrt. Vor allen Dingen bei uns in Westfalen und gab dann auch mal so ein paar Tropfen. Aber hier bin ich jetzt auch schon kurz davor, wo ich eigentlich auch arbeite, denn ich habe jeden Tag meinen ersten Klankrieg immer auf der A2, das heißt also immer so Richtung Gütersloh. Und sind ja jetzt aber schon stark auf dem Weg Richtung Dortmund und haben jetzt auch schon Dortmund hier erreicht. Ich musste dann nochmal von einer anderen, beziehungsweise von der A2 runter auf die A40, glaube ich, oder so war es. Und hier sind wir schon schön tief im Ruhrgebiet. Ihr seht das links hier, schöne Skulptur von dem oder von einem Förderturm hier aus dem Kohlenpott. Und schon geht es hier dann gleich auf die A40. Da musste ich nämlich dann einmal kurz nach Dortmund rein, um den Mastengo dort aufzufangen. Wir kennen uns schon, also wir haben uns bisher nur nicht wirklich Auge in Auge gestanden, aber wir haben schon zusammen telefoniert und man kennt sich natürlich aus den sozialen Medien. Man weiß, wie jeder aussieht und deswegen war das gar nicht so spannend, aber ich meine, wenn man sich dann mal persönlich kennenlernt, ist das nochmal eine ganz andere Ecke, finde ich, des Kennenlernens. Und hier musste ich jetzt auch abfahren und dann geht es auch direkt rein, quasi nach richtig tief nach Dortmund. Und ja, das nächste Teilziel war dann natürlich Richtung Köln. Also so weit ist das jetzt nicht weg gewesen. Ich war so circa 3 Stunden auf der Bahn, aber ihr seht das hier schon. Wetter wird richtig schön. Ja, der Samstag war eigentlich ein sehr, sehr, sehr schöner Samstag. Wir haben ja schon kurz vor 30 Grad, jetzt blauer Himmel und sind hier jetzt auf dem Weg durch die endlos vielen Baustellen, die es Richtung Köln gibt. Also das ist schon krass. Na, ich sag mal, ich gebe mal ein Stichwort Leverkusener Brücke. Also das sind schon Sachen hier. Ich als Dörfler bin das natürlich gar nicht gewohnt. Auf der A2 ist zwar auch schon immer ganz gut was los, aber das ist auch immer nur ein kleines Teilstück. Aber hier geht ja nun jeden Tag die Post ab. Und hier sind wir jetzt auch schon Richtung Köln Zentrum unterwegs. Auf der A57 war es. Und fahren hier jetzt auch direkt in das Herz von Köln rein. Und ihr seht es, kaum noch Wolken am Himmel. Schon ja, so um die 30 Grad waren es. Aber wir sind gut durchgekommen, haben zwischendurch noch etwas zu uns genommen. Also haben zusammen gefrühstückt, der Mastengo und ich. Und dann geht das hier jetzt auch richtig tief in die Innenstadt rein. Ich glaube, wir sind sogar schon richtig tief im Stadtgebiet. Und unsere Reise endete dann ja am Hotel Lindner mitten in der City hier in Köln. Jetzt endlich, ihr seht es ja jetzt auch rechts, endlich angekommen. Und dann waren es auch nur noch ein paar Minuten bis zur Location. Ja, wie schon gesagt, angekommen hier im Hotel Lindner mitten in der City in Köln. Schönes Hotel, schöne Lobby hier, wirklich edel ausgesucht. Und dann ging es auch in den eigentlichen Spielerraum. Ihr seht das hier im Hintergrund, große Leinwand, viel Licht hier. Und dann geht's los mit Clash of Clans. Und damit sind wir auch schon auf dem Spielfeld. Es wurde ja hier ein Turnier gespielt mit 15 Mannschaften. 16 waren geplant, eine Mannschaft ist nicht angetreten. Und da, wo noch ein bisschen was fehlte, dort haben teilweise die Dark Lotus dann ausgeholfen. Wir haben hier also auch den Steff,
Der wurde aber allerdings von dem Sang bespielt, den sehen wir gleich auch kurz, als Rathaus 11 unterstützt, also noch nicht ganz maxed out, aber fast, und jeder Clan durfte sich auch einen Spendenaccount mit reinholen. Der kam dann hier auch vom Steff bzw. vom Sang. Also lasst euch nicht irritieren, Sang ist Steff und Steff ist Sang. Und so hatten wir hier eine volle Mannschaft. Ich bin hier immer noch in dem Clan drin. Der Clan, den ich hier gejoint habe, heißt tollerweise 5 Gestalte. Ja, also so richtig Kölscher. Und wir haben hier noch das Warlock natürlich offen, so wie wir gespielt haben. Ich zeige euch allerdings die Kämpfe, so wie sie vom Rathaus her hochgehen. Das heißt also 8er, 9er, 10er, 11er aus den verschiedenen Kämpfen. Aber ihr seht hier schon, hier unten der erste CK, das war jetzt das der erste, oder das, hier waren die ersten 16 noch. Danach, ihr seht, wir haben gewonnen. Das heißt, wir waren in der Runde der letzten 8 Clans und haben allerdings dann, ja, leider, das hier war, hier waren wir dann unter den letzten 8, so war es. Hier waren wir unter den letzten 4, also gegen den Ruhrpott-Clasher-Clan. Und ja, dann haben wir leider verloren. Das heißt also, wir haben dann das Spiel um Platz 3 gemacht und das geht hier oben gegen Kopf los. Ging dann nochmal gewonnen. Das heißt, wir sind mit den 5 Gestalten hier Dritter geworden und ich stelle euch die 5 Gestalten eben mal vor. Also mich stelle ich jetzt nicht vor, mich kennt ihr, aber ihr seht hier von links, das ist die Pretty vom Clan COE. Rechts daneben, das ist der Michi, der Mr. White, und dem folgend, der gerade so auf sein Tablet guckt, das ist der Sang, der uns unterstützt hat. Der ganz rechts, der etwas mit den grauen Haaren, das ist schon einer von einem anderen Clan gewesen. Und ich habe aber auch noch den Andi, der saß nämlich genau neben mir. Ich habe leider kein Foto von uns gemeinsam, das hat der Michi geschossen. Aber das waren wir 5 hier und uns gegenüber saßen die ganze Zeit die Clash oder der Clan Clash Alav, so hieß er, glaube ich. Und die mussten allerdings ja später weichen, wie ihr hier im Video weiter sehen könnt. Also nochmal hier reingegangen, hier oben gegen Clash Alav, die mussten dann leider weichen, denn wir haben natürlich dann gegen diesen Clan CK gespielt. Aber wir gehen einfach mal in die Kämpfe rein und ich hatte ja gesagt, wir fangen ganz unten an. Das heißt, wir starten hier mit einem Angriff RH8 auf RH8. Als kleine Besonderheit gab es hier zum Start dieses Turniers auch schon Games zu gewinnen, denn in dem ersten CK konnten jeweils die ersten Dreier, also der erste Triple RH8, RH9, RH10, RH11, wurden nochmal zusätzlich, ich glaube es waren 2000 oder 2500 Gems belohnt. Ja, die wurden auch sofort gut geschrieben von den Supercell-Leuten. Das heißt, man ist dann, wenn man es dann geschafft hat, kurz zu den an das Schiedsrichterpult gegangen, hat kurz seine ID durchgesagt und ich glaube, dann wurden direkt die Gems gut geschrieben. Und was mich so ein bisschen imponiert hat, muss ich sagen, die Pretty neben mir, also die Astrid, hat mit den Truppen hier ausschließlich mit Gohawk angegriffen. Also die hat sich hier überhaupt keine Mühe gegeben, auch mal nur einmal ansatzweise mit Drachen anzugreifen, aber kommt hier gut mit dem Funnel rein. Und wie man das auch machen kann, ja, ihr habt das zu Anfang gesehen, einfach die Hawks hinterher geschickt, denn die Def kann sich ja, oder viel Def kann sich nur auf ein Ziel konzentrieren. Und wenn du natürlich richtig viel Truppen hat, und das hatte sie hier an der Stelle, dann hast du natürlich auch wenig Verluste erstmal, weil ja immer nur ein Ziel bekämpft wird. Also richtig gut gemacht hier von der Pretty. Und ja, fand ich schon sehr mutig hier. Klar, 10er King, das ist Max RA8, aber dann 1er Level Golem und 3er Hawks. Also die war wirklich mutig hier. Hat auch nicht immer geklappt, war aber auch nicht so schlimm. Dafür gab es dann ja auch 4 Angriffe von RH9, beziehungsweise 2 Angriffe immer von RH9, die letztendlich dann natürlich den 8er hier gedreiert haben. Denn ein Angriff musste immer, oder der erste Angriff, musste immer auf das gegenüberliegende Rathaus passieren. Ja, und die Bedingungen waren ja auch nicht einfach. Also auch das müsst ihr euch so ein bisschen vor Augen halten. 15 Minuten Vorbereitungstag, so ist das ja, 15 Minuten Vorbereitung. Und danach wurde 30 Minuten geclasht und in den 30 Minuten musste jeder 2 Angriffe machen. Das heißt, der erste auf den Gegenüber
und danach, was denn übrig blieb. Und deswegen waren das hier natürlich immer super spannende Finale. Also eigentlich waren alles Finale hier, denn es war immer super spannend. Hier war nichts so richtig wirklich deutlich. Und das hat natürlich so ein bisschen, ja, so ein kleines bisschen Stress reingebracht, denn hier tickerten ja wirklich die Minuten runter und du musstest dann sehen, Mensch, wer macht jetzt was? Vor allen Dingen unsere Neuner immer. Wer macht den Achter, wer macht den zweiten Neuner, falls noch nicht gemacht. Und das war dann schon ein bisschen Taktikgeplänkel. Nebenbei musstest du ja auch noch Truppen bauen, ein bisschen gammen. Ich habe so knapp 100 Gems gelassen und wir mussten die Clanburgen befüllen, mussten uns also auch immer Gedanken machen, wie machen wir eigentlich welchen Gegner. Und ja, und das alles dann in 30 Minuten. Also das ist dann schon sehr, sehr sportlich, muss ich sagen. Und wir gehen hier sofort weiter. Ich muss hier immer so ein bisschen switchen. Also ich hoffe, das stört jetzt nicht. Zweiter CK habe ich mir rausgeguckt hier. Der Angriff von Andy. Also den haben wir hier sehr, sehr deutlich doch mal gewonnen, weil wir, man sieht das hier, gut verteidigt haben an der Stelle. Also das war wirklich klasse. Aber der Andy hier, der Myg AD, macht hier einen richtig schönen Angriff mit Hexen und Golems. Also das ist auch eine sehr, sehr schöne Kombi mit den Hexen, mit den Golems und Heiler dahinter. Also ist schon wirklich eine krasse Kombi und ihr seht das hier auch, der Myg AD, so heißt er. Der Andy ist beim Clan Elite Smokers, Clan Level 15, also der weiß schon, was er hier tut. Und ihr seht das hier auch, das Max RH9. Ich weiß gar nicht, ob er hochgeht. Ich habe ab und zu mal in sein Tablet geschaut. Wir haben auch ein paar Taktiken besprochen. Aber ich glaube, er ist gar nicht hochgegangen an der Stelle. Und ja, also war ein sehr, sehr schönes Turnier, muss ich sagen. Schöne Location, super Leute alle da. Und es gab ja dann auch noch so den einen oder anderen zu sehen. Das sehen wir gleich mal hier nach dem Kampf. Also ich habe so ein bisschen was im Bilder festgehalten, aber so wirklich war die Zeit nicht unbedingt da, jetzt so super viele Leute hier kennenzulernen oder auch hier rumzurennen mit der Kamera, um da Stunden oder Minuten lang irgendwas aufzunehmen. Also die Zeit war schon sehr, sehr eng. Der Zeitplan war knackig gepackt, musste man sagen, denn es gab ja auch am Ende dann ab dem Halbfinale den Livestream auf YouTube und wo dann letztendlich die Finals ausgetragen wurden und deswegen war das schon eine sehr knackige Sache. Aber mit der Technik allen drum und dran. Supercell stellte ja die Technik, hat ja auch dann Leute dabei gehabt, Community Manager aus Deutschland und auch Leute direkt aus der Firma, die mit dem Equipment angereist sind. Also das ist hier schon, das ist schon eine nette Sache, auch wenn man das mal gesehen hat. Wir waren ja jetzt rund 80, ja knapp 100 Leute, würde ich mal so sagen, mit den Leuten noch von den Dark Lotus und den Leuten von Supercell. Zuschauer waren auch da. Also es war schon ganz gut was los da, muss man sagen. Und aber ihr seht das hier, richtig schön, das Ding vom Myg AD hier auf die Nummer 3. Und ja, was hat man eigentlich nebenher noch gemacht? Ja, ich habe mal ein paar Fotos gemacht. Hier sehen wir den Itzo mit so einer Art Schiedsrichtertisch hier. Also hier musste man sich jeweils melden, wer hat gewonnen oder wer hat auch mal verloren. Und den einen oder anderen habe ich dann auch eingefangen, aber Getränke gab es von Supercell für Noppes, also auch sehr nett hier an diesem heißen Tag, aber es war natürlich auch schön klimatisiert und er wollte uns eigentlich gerade auf Toilette entwischen, aber hier haben wir ganz links den Bronx. In der Mitte ist das ist der Mastengo und ihr müsst mich leider immer ein bisschen im Bild ertragen, ist einfach so, da ich sie auch in der Regel mit Selfie selbst gemacht habe. Und dann schauen wir weiter. Wir haben ja noch offene Kämpfe hier im vierten CK hier vom Mr. White. Auch ein schöner Dreier auf die Nummer, ich glaube es ist die Nummer 4 gewesen, jawohl, mit einer Kombination. Ja, hier wurden auch alle Kombis, die man so aus den Rathausbereichen kennt, genutzt. Hier jetzt vom Mr. White, dem Michi, auf die Nummer 4 des Gegners, dem Max von Kopflos. Und schöner Packerwalk hier, muss man sagen, hier gleich die Tesla Farm zu Anfang. Das ist natürlich super, wenn du die schon mal relativ schnell weg hast. Also da ploppen alle 4 Teslas auf und dann sind die schon mal weg. Das heißt also, der punktuelle Schaden ist schon mal weg von den Hocks, so muss man es ja sagen. Denn die hat da noch ein Backhand hier. Und ich habe hier auch wirklich schöne Bases gesehen. Man nimmt hier natürlich auf so einem Turnier auch viele Taktiktipps mit, was kannst du in Clanburgen reinpacken.
und wie kannst du angreifen, wie tickt hier jede Truppe, also auch der Sang dort hat uns sehr, sehr viele Tipps natürlich gegeben. Die Dark Lotas machen das ja auch wirklich explizit, hier werden Felder gezählt, wie setzt du welche Truppe, wie wird sie rennen und ja, das ist schon sehr professionell, muss ich sagen, aber ich glaube, die Clans, die jetzt, wo auch Spieler fehlten, in jeder Rathausregion, also nicht nur 11er, sondern auch 10er oder 9er, dort haben die Jungs echt super unterstützt und ich denke, das hat jedem so ein bisschen geholfen und es sind aber auch nur Menschen, ja, die letztendlich irgendwo ihre Finger übers Tablett führen und sicherlich hat der Sang bei uns super angegriffen, also überhaupt keine Frage, der weiß absolut, was er tut. Ich habe hier ein bisschen geschwächelt, habe auch mal auf dem 10er geschwächelt und auch auf einem 9er geschwächelt. Das hätte vielleicht uns noch den Stern gebracht für einen Ausgleich zum Finale. Aber ich glaube, es hätte prozentual auch nicht gereicht. Ich glaube, wir haben es danach kurz ausgerechnet, dass es prozentual trotzdem nicht gereicht hätte. Und wenn die Truppen einmal scheiße laufen, auch beim Max RH10 auf dem Max RH9, dann laufen sie scheiße. Dann hast du keine Chance oder wenig Chancen, das Ding noch zu retten. Und aber das war alles nicht so schlimm. Hier stand ja wirklich der Spielspaß im Vordergrund. Und den hatten wir hier. Also das waren wirklich alles super Clasher hier. Die Stimmung hat richtig gepasst. Und man hat auch so ein bisschen so die Anspannung gemerkt. Ab dem Halbfinale dann mussten die Spieler und Clans auch so ein bisschen selber kooperieren. Denn der Bronx und der Izo mussten dann natürlich irgendwo im Livestream kommentieren und so mussten wir Spieler das ganze Spielgeschehen selber so ein bisschen in die Hand nehmen, wer spielt gegen wen, wir wussten ja, wer hat gewonnen, wer hat verloren, wer ist im Finale und wer spielt um den dritten Platz. Ja, und wir haben um den dritten Platz gespielt, das war absolut in Ordnung, denke ich mal, und gibt 1000 Gems, glaube ich, weiß gar nicht, ob es 2000 gibt, ob das nochmal erhöht würde zu Anfang. Ich habe nicht alles mitbekommen und dann gucken wir uns zumindest einmal noch mein 3 Sterne an auf eine RH9 Base, auf eine Max RH9 Base, das war dieser hier, da brauchten wir unbedingt noch den Stern. Ich springe noch mal kurz zurück, denn der Sang und meine Wenigkeit hatten hier noch die Sterne auf der Fahne, er 2 auf 1 und ich letztendlich noch kurz davor den Stern zum 14-13 geholt, aber es hätte auch prozentual, glaube ich, beim 13-13 schon gereicht und deswegen fangen wir mit mir kurz einmal an, also ihr seht das hier maxed out, ja, hier ist, okay, der King ist noch nicht maxed out, aber die Base auch sehr, sehr knackig hier und haben aber ein bisschen länger rüber gegrübelt. Ich glaube, ich hatte hier noch 40 Sekunden Zeit zum Angreifen und musste den Angriff jetzt raushauen. Ich musste auch komplett einmal meine Truppen umstellen, denn ich hatte komplett irgendwas mit Bola, Heilern und Valkyren am Start. Also ganz wildes Geklicke hier, eine ganze Armee weggeklickt, aber ich hatte natürlich schon im Backend mein Golalul hier. Und der wäre mir auch fast aus den Fugen geraten. Da war ich auch schon wieder sauer, hab gedacht, meine Herren, wie rennen die denn jetzt? Aber Queen ist down, La ist down, die andere La geht jetzt auch down. Leider erwische ich hier unten den Feger nicht, dieser doofe Feger hier. Den schaffe ich nicht, aber den hier oben glücklicherweise. Deswegen macht er mir hier natürlich am Anfang so ein bisschen Probleme. Ach, komm jetzt erst schlecht in die Base rein, aber ich meine, ich habe jetzt noch ziemlich viele Eilzauber dabei und die haben mir letztendlich hier den Arsch ein bisschen gerettet, dass der Angriff hier denn doch noch was wurde. Der Feger immer noch da, also dieser Feger, der nervt mich sowas von ab. Aber jetzt haben natürlich die Loons hier direkten Weg durch die Eilzauber auf die restliche Def hier und so konnte ich hier zumindest diesen Angriff hier so ein bisschen retten. Ja, so muss man es ja sagen, denn war dann auch, obwohl am Ende, ich glaube, es war kein wirkliches Zeitproblem und habe ja gleich noch so ein bisschen so eine kleine Anekdote, da seht ihr mal, warum ich hier keine Videos drehe und eher bei Fotos bleibe, die ja auch nicht wirklich gut sind. Da könnt ihr euch mal kurz mal ein bisschen kaputt lachen, wo ich da mal versucht habe, ein Video zu drehen, was dabei denn eigentlich rausgekommen ist. Ah, schöner, trotzdem schöner 3 Sterne hier. Und aber das guckt euch jetzt mal an, warum ich keine Videos drehe. Das ist aber doof, ne? Wenn das Handy aufnimmt, ja, dann kann ich es nicht drehen. Ah. Also dann muss ich quasi drehen. Ah. Wenn ich nur auf Fotomodus habe und einmal wische, dann kannst du es drehen, ne? Okay. Also da habt ihr gesehen, warum ich keine Videos mache. Also ich bin der absolute Amateur, was Videodrehs angeht. Und
Wir sehen hier aber nochmal schön so ein bisschen was von der Location. Hier hinten seht ihr auch die Technik. Ihr seht hier auch links die Scheinwerfer, Kameras und ja, das war eigentlich, hier seht ihr, okay, das ist mal ein Bild von mir mit dem Mustang wohl hier. Also den habe ich abgeholt. Der ist bei uns bei den True Warriors und hat hier auch nochmal Glück gehabt, denn er konnte in RAL spielen und das ist natürlich eine krasse Sache. Dann einmal von draußen hier, das ist der Gamer Henke. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ich kenne ihn aus seinen Streams aus Twitch. Der ist auch angereist aus der Schweiz, also auch ein ganz netter, irrer Typ, muss ich dazu sagen. Und ja, am Ende ging es dann auch nochmal, wurde es dann nochmal ein bisschen nervöser, denn es wurden noch so ein paar Präsente verteilt. Supercell hatte reichlich mitgebracht, T-Shirts, Taschen, Merchandising und. Und man sieht das auch, einige waren auch dann am Ende ganz schön platt, war auch wirklich ein langer Tag. Und den habe ich natürlich auch reingekriegt hier, den Itzo. Auch ein ganz lockerer, netter Typ. Und man hat sich natürlich auch ein bisschen unterhalten. Und dann kommen wir jetzt einfach mal zum letzten Kampf, den ich euch zeige. Oh, ich klicke auch immer verkehrt. Das ist dann der Sang gewesen. Hier im ersten haben wir richtig krass abgeräumt. 15-14, das ist natürlich Hammer. Ja, keine Frage hier. Und den Angriff hier vom Sang mit dem Account Steff könnt ihr mal genießen. Hier RH11 auf RH11. Ja, diese Spurbahnen Base hier zu machen. Er ist auf 2 gegangen. Also der Sang hat sich jedes Mal gefragt, gehe ich auf 2 oder gehe ich auf 3? Das fand ich auch schon sehr krass. Ja, dass gerade die wirklich erfahrenen Spieler hier echt auf 3 planen. Und gut, beim Rathaus in der Mitte kannst du es, denke ich mal, auch machen, wenn es dann ganz außen steht. Ja, also ich als RH10 war immer so ein bisschen angehalten, 2 auf mein Gegenüber zu machen. Glücklicherweise auf dem Gegenüber, wo ich wirklich verkackt habe, hat der auch bei mir gefehlt. Das ist natürlich auch dann so ein bisschen Glück im Unglück an der Stelle, sodass der Elfer wirklich zweimal stark ran musste. Aber am Ende hat es halt gegen unsere Tischnachbarn, die dann ja leider weichen mussten, nicht gereicht mit einem Stern Unterschied. Und das macht aber überhaupt nichts. Mit einem netten Handshake ist man dann hier aus dem Turnier rausgegangen und hat noch den Rest des Livestreams und natürlich den Rest des Events hier genossen. Also war wirklich eine schöne Sache hier. Fand ich ein gelungenes Wochenende, ein gelungener Tag, wenn er auch anstrengend war. Ich bin ja morgens um 6 aufgestanden und dann mit der Fahrt Köln, Parkplatzsuche, es ist ja noch ein Event am Sonntag dann in Köln gewesen, der, ich weiß gar nicht, wie das Event jetzt hieß, Christopher Street Day, also ohne Ende sowieso schon Besucher in der Stadt. Und ja, dann eigentlich das harte Clashen hier, also mehr als ein 5 gegen 5 kannst du gar nicht spielen. Auch mit den Zeiten geht das gar nicht anders. Und das Event von daher war dann ja irgendwann auch so nach 18 Uhr vorbei und dann noch locker mit dem Maste durch Köln geschlendert und ganz piano nach Hause gefahren. Also ich war dann irgendwann abends gegen 8:45 zu Hause und habe mich dann erstmal gemütlich hingesetzt und ein Dortmunder Bierchen genossen und den Tag so ein bisschen sacken lassen. Also ich denke mal, wirklich schönes Event hier und ich hoffe, euch hat hier dieser Mitschnitt von der Local Clash so ein bisschen gefallen und ich werde aber diesen Clan hier jetzt auch verlassen. Also die 5 Gestalte hier, schönes Ding hier von euch. Ich hoffe, ich konnte euch unterstützen. Wir haben uns schön kennengelernt und ich verbleibe mit weiteren Videos in dieser Woche. Euer Toto. Flashback.